Hallo zusammen. Ich habe euch heute ein kleines romantisches Häuschen mitgebracht. Ich habe es an einen See gelegt und umrandet von kleinen Inseln, wo Bäume draufstehen und wie immer mein kleiner Baumstamm im Vordergrund. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und fange jetzt einfach mal an. Ich beginne mit dem Hintergrund und lege mir hier ein kleines bisschen Wasser ein. Das ist übrigens ein Pinsel mit der Größe Nummer 4. Der reicht. Und werde hier ein ganz zarten Blau-Grau-Ton haben, wirklich ganz zart, der hier in diesem Streifen etwas dunkler werden wird. Und dazu habe ich mein Preußisch-Blau mit etwas Indigo. Ich beginne vorsichtshalber hier unten, weil hier unten soll tatsächlich es dunkler sein als nach oben und verziehe mir das dann sachte zum Auslaufen. Auswischen. Das Wasser übernehme ich und nehme mir hier etwas Braun mit dazu. Später einen Baum haben, deswegen lege ich mir das gleich etwas dunkler an, einen Grün, und das darf dann hier ins Wasser fließen, wobei wir ja wissen, dass die Spiegelung im Wasser immer nach unten geht. Auch einen Baum haben. Darum lege ich mir hier auch gleich die Spiegelung an. Dann beim Ufer ist nochmal ein bisschen konkreter. Ihr seht, hier bilden sich jetzt schon so kleine Büsche. Hier lege ich nochmal
dunkler auf. Das wird also schon eine kleine Insel. Das darf jetzt so richtig schön trocknen. Mein Baum, den halte ich auch in einem gräulich-blauen Ton. Leg mir hier auch Wasser an. Und die erste Schicht trage ich auf, damit sie Zeit hat zu trocknen. War jetzt nur Wasser, weil ich möchte, dass es hier noch ein bisschen mehr läuft.
jetzt bleibe ich hier in der Schattenseite und lege mir das auch ein bisschen konkreter hier an. Und dadurch, dass das noch nass ist, gibt es richtig schöne Läufe und ganz natürliche Strukturen, die der Natürlichkeit eines Baumes sehr entgegenkommen. Hin und wieder mal nur wieder Umbra gebrannt oder wandig braun, je nachdem. In welchem Ton ihr euren Baum haben wollt. Hier hinten möchte ich auch einen Baum haben, aber der steht ganz weit weg. Ne, hier. Dieser hier kommt da vorne. Den hier machen wir ganz weit weg. Und noch einen. Ihr seht, ich lege hier tatsächlich viel Wasser hin. Nehme jetzt hier auch so erstmal so ein bläuliches Grün, taste mich lieber vor und guck mal, was mir hier das Wasser macht. Fast zu farbintensiv für da hinten, deswegen nehme ich mir jetzt wieder etwas raus. Thank you.
Lämpchen an. Hier tupfe ich nicht flächig Wasser, sondern immer so ein kleines bisschen versetzt. Und fange mal mit einem Olivgrün an. Bisschen Nebel dazu. Und hier lege ich mir noch mal ein bisschen Wasser an. Hole ich mir nachher wieder. Ich habe hier ein bisschen die Spiegelung vermisst, darum habe ich das gemacht. Das gleiche mache ich hier in etwa auch. Da möchte ich auch eine kleine Insel haben. Meine Gräser, die ziehe ich mir jetzt hier eigentlich nur aus dem Lasten raus.
ich kümmere mich jetzt um mein Häuschen. Hier lege ich jetzt kein Wasser unter, sondern nehme ziemlich trocken auf meinen Pinsel ein schönes Grau, das ich wieder hatte, mit preußisch Blau und Indigo, und reibe mir das quasi auf mein Papier. Fange aber oben an, da wo ich weiß, das ist jetzt hier die dunkelste Stelle. Stelle ich fest, es ist mir zu grau, deswegen nehme ich noch ein bisschen Braun mit dazu. Fange wieder oben an und reibe es mir ein, bis es so liegt, wie ich es möchte. Das gleiche mache ich auf dem Dach. Hier bleibe ich aber etwas heller. Vielleicht noch ein bisschen Braun hier und da. Hier unten lege ich schon die zweite Schicht an. Und gehe jetzt an die Frontseite. Bis unter das Dach. Hier nehmen wir gleich ein bisschen Indigo. Mal vorausgesetzt, es ist doch Farbe auf dem Pinsel. Wenn ihr wollt, dass das Dach ein bisschen kuschelig wird, könnt ihr das jetzt hier ausarbeiten. Mein Hauseck nehme ich auch gleich ein bisschen auf. Und ziehe mir schon hier nicht gleichmäßig durchziehen. Meine erste Anlage. Ein kleines Fenster, das mache ich innen drin dunkel. Und für die Außenseite ein grünliches Braun. Meine Tür mache ich dasselbe, bloß fange ich diesmal etwas heller an mit Blau, also Indigo. Und weil ich auf die rechte Seite des Hauses reinschauen kann, bleibe ich auf der linken Seite des Hauses etwas dunkler. Auch hier ein Jetzt können wir das hier noch ein bisschen unterstützen.
Also die Unterseite des Daches, da lege ich mir ein bisschen Wandigfrauen an. Kleines bisschen miteinander verschmelzen. Da ich jetzt aber meiner Anlage hier auch ein bisschen Schatten habe, nehme ich jetzt nur Wasser, lege mir das hier an. Das war zu viel. Meinen Steg nehme ich auch ein grünliches Braun. Hier meine kleine Leiter. Bleib im vorderen Bereich. Aber etwas heller und unterstützt es wieder mit ein bisschen Indigo. Das ist jetzt wieder Wandigbraun. Ich werde jetzt, weil ich hier unten drunter gerne dunkel bleiben möchte und mir hier noch so hochgewachsenes Gras und so weiter anlegen möchte, werde ich mir jetzt meine Leiter hier schützen. Und zwar ist es so eine Maskierflüssigkeit, ich finde die fantastisch. Die ist vorne nämlich ganz spitz und ich kann mir hier gleich ein bisschen auflegen, ohne dass ich jetzt einen Pinsel oder sonstiges nehmen muss. Und das reicht vollkommen. Und meine Stimpen hier auch. Und es ist mir zu viel rausgelaufen, seht ihr. Hier korrigiere ich nochmal ein bisschen. Tupfe das, was hier übrig bleibt, ein bisschen hier mit rein. Das kann so lange trocknen. Ja. Mache ich auch. Unterteilung der Bretter. Jetzt weiß ich, wo mein Häuschen liegt und jetzt werde ich die ersten Blätter anlegen an meine Bäumchen.
ganz stinknormalen Baumarktpinsel. Den mache ich mir jetzt richtig schön nass. Dann mache ich ihn wieder trocken. Und dann, da wo ich jetzt so Blätterchen haben will, lege ich mir schon mal Wasser an. Ich fange mit einem sehr hellen Grün an. Meistens mische ich mir hier so die Reste zusammen. Und lege mir die hier Jetzt werde ich schon etwas grüner. Und ein bisschen Indigo dazu. Das war jetzt ergreifend zu viel. Und damit bleibe ich wirklich nur da, wo ich schon. Deswegen bin ich da. Und das darf jetzt erstmal richtig schön durchtrocknen alles. Dann mache ich den unteren Bereich und Ausarbeitung der Bäume. Also bis gleich. So, jetzt ist das alles wunderbar getrocknet und jetzt kümmere ich mich um den vorderen Bereich. Unter dem Haus bleibe ich relativ dunkel, auch in Wassernähe, und hier werde ich immer etwas grüner. Ich lege mir hier ein bisschen Wasser an. Ich beginne mit meiner hellsten Farbe, das ist in dem Fall jetzt hier dieses Kartengelb Mittel. Nehme ein bisschen Oliv dazu.
Genau. Noch ein bisschen. Und hier einmal dunkel. Ich gebe mein Blatt weg hier, noch ein bisschen mehr Schatten. Ja. Und während das hier unten schon trocknet, arbeite ich meinen Baum aus. Ich werde das mit den Farben Mandigbraun machen. Bestimmt auch Indigo und ein bisschen Sienna und möchte versuchen, dass ich hier so wunderschöne kleine Krakeleien im Baum ausarbeite und damit der Baum anfängt zu leben.
So, ich habe in der Zwischenzeit auch schon hier meine Treppe freigelegt. Ich fange mit einem ganz zarten Braun an, lege mir das hier rein. Jetzt habe ich hier noch die Stirnseite zu arbeiten von meinem Steg. Und auch hier habe ich einen Stempel. So, jetzt nehme ich mir wieder einen uralten, schrummeligen Pinsel und mir ein bisschen Gouache und gehe hin und wieder damit über meinen Bauch. Ganz sachte Anfang. Hier an der Innenseite der Treppe möchte ich auch noch etwas unterteilen. Ich füge dem Ganzen jetzt noch ein paar Anlagen für Blätter. Hier und wieder ein kleines bisschen Also mein kleines Fischerhäuschen ist fertig. Naja, noch nicht ganz. Da oben fehlt mir am Ufer noch ein bisschen die Abstufung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!